Da sind wir auch schon beim nächsten Tutorial, also von Optifine. Habe ich ja dann vorhin schon gezeigt. Und jetzt zeige ich euch mal, wie ihr das einbindet. Ist eigentlich genauso wie mit jedem anderen Mod, aber es gibt ja immer Leute, die es nicht wissen. Also ich habe es hier schon runtergeladen. Der Link ist natürlich wie immer hier in der Videobeschreibung. Und ja, also ich habe hier den Mod. Da kann man den gleich mal öffnen. Das sieht dann da drinnen so aus, genau. Packen wir mal an die Seite und dann müssen wir wieder in den Roaming-Ordner. Wie ihr da hinkommt, wisst ihr ja mittlerweile. Einfach da oben Roaming eingeben oder hier über Start, Prozent App Data, Prozent. So, dann Minecraft-Ordner, Bin-Ordner und die Minecraft-Jar mit WinRAR öffnen. So, ich habe gerade mein. Ja. Ich müsste eigentlich mein Minecraft noch neu machen. Egal. Also, es wird sicherlich auch so funktionieren, denn ich drehe dieses Tutorial jetzt, bevor ich es zeige. Also, eigentlich drehe ich es genau andersrum, wie man es auf YouTube sieht. So, also, die ganzen Dateien nehmen, rüberziehen, fertig. Und schon ist drinne. Theoretisch. Praktisch, wenn man das. Habt ihr es ja schon gesehen, ob es funktioniert hat. Gut, dann sehen wir uns dann morgen mit dem Diablo 3 Let's Play wieder. Bis dahin, tschüss.